Rechen. Grabgabel. Spaten. Mistgabel. Sauzahn. Vierzahn. Rübenhacker. Rillenzieher. Motorfräse. Pikierstab. Handrechen. Kettensäge. Traktor. Rote Spaten. Reifelflug. Messer. Rosenschere. Einachser. Beedungsmesser. Motorhacke. Fächerbesen. Schere. Heckenschere. Handschuhe. Die Menge an erhältlichen Gartenwerkzeugen könnte man schon als etwas unübersichtlich und groß bezeichnen. Was man braucht, was nicht und vor allen Dingen wer was braucht, das versuchen wir in diesem Video zu zeigen. Vorweg gesagt, eine wirkliche Top 5 oder Top 10 der wichtigsten Gartengeräte kann man so gar nicht aufstellen. Jemand, der einen Obstgarten hat, braucht sicherlich andere Werkzeuge als jemand, der nur einen Gemüsegarten hat. Und auch die Art und Beschaffenheit des Bodens und der Kulturen, die man darin pflanzen möchte, sind von Bedeutung für die Wahl seiner Gartenwerkzeuge. Jetzt im Winter ist es eine gute Zeit, sich mal genauer mit seinen Gartenwerkzeugen zu beschäftigen. Wir haben jetzt mal für euch eine Auswahl von Werkzeugen zusammengestellt, die wir für unverzichtbar halten. Marcel aus Sicht des Profis und ich aus Sicht des Kleingärtners. Ja, Marcel, ich schätze mal, Platz 1 auf unserer Liste, da werden einige Leute jetzt ein bisschen verwundert sein, weil das ist, kannst du nicht kaufen, sind die Hände. Und nicht nur um Werkzeuge zu führen, auch für diverse andere Sachen unverzichtbar. Ne? Im Boden rumbuddeln. Wühlen, topfen, als Schäufelchen quasi die Erde reinzumachen. Unkraut rupfen. Löcher statt Pikierstab, einfach ein Loch in den Boden zu machen. Ich meine, du hast ja viele Maschinen, ne? Aber du machst auch einiges wirklich noch mit den Händen. Wir machen sehr viel mit der Hand, weil wir sehr viele verschiedene Kulturen haben mit kleinen Stückzahlen. Dafür gibt es nicht immer einzelne Maschinen. Also Maschinen ist bei uns halt die Fräse, der Traktor. Erster Linie. Traktor, auch wieder mit der Fräse. Eine Motorsäge mal, Heckenschere, das war's aber auch. Handschuhe tragen, ja oder nein, ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Es gibt Leute, die würden sich nicht entgehen lassen, mit den Händen in der Erde rumzubuddeln. Ich mache das auch ganz gerne. Es gibt aber auch Leute, die würden keinen Handschlag ohne Handschuhe in ihrem Garten machen. Wenn man Handschuhe verwendet, sollte man neben dem Material, also zum Beispiel Stoff, Leder oder was gibt es da noch? Gummi, so gummierte Handschuhe. Darauf achten, dass man in seiner Bewegungsfreiheit so wenig wie möglich eingeschränkt ist. Ein weiteres wichtiges Kriterium für mich ist es, nicht die billigsten zu kaufen. Da sollte man schon darauf achten, dass dieses TÜV-GS-Prüfsiegel drauf ist, was schon eine Aussage darüber macht, ob diese Handschuhe schadstoffbelastet sind. Denn je nachdem, wo die herkommen, ganz billiges Zeugs, Weichmacher drin, möchte man nicht unbedingt stundenlang an seinen Händen haben. Und über die Haut aufnehmen, ja. Worauf achtest du bei Handschuhen? Oder beziehungsweise was gibst du als Profi für ein paar Handschuhe aus? Also ich benutze so gut wie gar keine. Der aber muss wenn? Wirklich sehr kalt sein im Winter, einfach als Kälteschutz. Sonst kommt es eigentlich so gut wie gar nicht vor. Okay, aber was würdest du denn, was meinst du denn, was musste man für ein anständiges Paar Handschuhe ausgeben? Nicht so ein Dreierpack ja, für 3 Euro? Im Baustoffhandel, ich denke mal so ab 6-7 Euro kann man schon was Vernünftiges kommt das bekommen. Wenn man seinen Händen nach getaner Arbeit etwas Gutes tun möchte, kann man eine fetthaltige Creme verwenden, zum Beispiel eine selbstgemachte Ringelblumensalbe. Auf Platz 2 die Pflanzschaufel. Marcel hat hier 3 verschiedene Modelle. Wobei das eigentlich eher zum Löwenzahnwurzeln ausstechen ist. Okay. Aber für, kleine Pflänzchen, Zwiebeln und sowas mit langen, schlanken Wurzeln kann man die gut nehmen. Okay, ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man ein Werkzeug, was als irgendein Werkzeug verkauft wird, nicht unbedingt nur dafür verwenden muss, sondern für 100 andere Sachen auch. Und je vielseitiger so ein Werkzeug ist, desto praktischer. Ja. Ja, worauf würdest du darauf achten? Das Problem, was ich immer habe, ich habe lange Zeit diese ganz billigen Schaufeln geholt für 2 Euro und nach einer halben Saison ist das Ding komplett verbogen. Gestanztes Blech, das kann man eigentlich vergessen. Okay, worauf muss man achten und was zahlt man für eine anständige Schaufel, die dann auch ein paar Jahre hält? Ja, also das ist hier ein bisschen dickeres Material. Das ist, weiß nicht, 2 mm oder was stark. Und das ist geschweißt, das Ganze. Das ist also nicht wie diese Blechschaufeln, die dann gestanzt sind. Und wenn es dann einmal ein bisschen knickt, dann kann man sie eigentlich schon wegschmeißen. Kosten, weiß es gar nicht, 10 Euro ungefähr. 10 Euro sollte man auf jeden Fall investieren. Ja. Eher ist ein Baumarkt oder wo kriegt man die? Baumarkt bin ich eigentlich selten, keine Ahnung. Ich bringe natürlich aus dem Gartengroß, also Gartenbauhandel, Großhandel mit. Kriegt man aber garantiert im grünen Warenhaus und so. Also sollte kein Problem sein. Gut sortierten Onlinehandel. Mit Sicherheit.
auf Platz 3 und ebenso unverzichtbar habe ich auch ständig dabei, egal in welcher Größe, ist ein Messer. Hm? Richtig. Ja. Ist immer was zu schneiden. Das ist jetzt ein speziell, habe ich jetzt gerade in der Tasche, weil ich eben ein paar Zitronen veredelt habe. Das ist ein Kupoliermesser. Das ist eigentlich ein Veredelungsmesser, aber ist auch ein gutes Universalmesser für alles. Worauf achtet man bei dem Kauf von einem Messer? Ich meine, ich verwende im Garten meistens ein altes Küchenmesser. Tut's auch, ne? Je nachdem, was man macht. Ich meine, so ein gutes Messer wird jetzt nicht gerade nehmen, um irgendwelches Unkraut aus dem Boden zu schneiden. Da nimmt man ein billiges, einfaches Küchenmesser für. Es sollte gut in der Hand liegen. Ne? Das ist hier so ein typisches Schweizer. Aus südlichen Gegenden, um keine Werbung zu machen. Das ist zum Beispiel eins, das ist eine Ecke größer als dieses Standardteil. Und wenn man jetzt gerade, wie ich, ein bisschen größere Hände hat und diese Mini-Messerchen da, dann liegen die nicht in der Hand. Also man sollte die auch mal in die Hand nehmen, mal gucken, passt das Ganze. Und auch mal einfach mal ein bisschen dran wackeln, kann das Ganze überhaupt halten. Ne? Es gibt da so ganz billige Ausführungen. Aber rostfrei sollten sie schon sein? Ja und nein. Also das Rostfrei ist natürlich, wenn man alles Mögliche mitmacht, ganz gut. Bei den Veredelungsmessern ist eigentlich eher so, man sagt eigentlich, der rostfreie Stahl lässt sich nicht so gut schärfen. Nachschärfen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt rostfrei, ja. Aber wenn man dann selber nachschleifen will, dann geht das wohl mit dem rostenden Stahl besser. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Sachen, dass man die einfach nachschleifen kann. Also am besten auch direkt einen Schleifstein irgendwo im Garten haben, so einen kleinen Schleifblock, den ab und zu mal drüber ziehen. Man muss auch wissen, wie man, also es gibt ja verschiedene Messer, ne? Diese Veredelungsmesser, die werden nur einseitig geschliffen. So ein Standardmesser hier, das ist dann von beiden Seiten geschliffen. Also man muss und den Schleifwinkel ungefähr beachten. Man kann das natürlich nicht so wie in der Maschine, aber man sollte vielleicht ein Ding für ein eigenes Video. Also immer ein Messer dabei haben, wo es erlaubt ist. Nicht am Flughafen. Auf Platz 3 der Sauzahn. Den gibt es noch lange nicht in jedem Baumarkt, aber erfreulicherweise, man sieht ihn immer öfters. Ist so ein bisschen ein Trend geworden im Biogartenanbau und auch in den Privatgärten. Ich weiß, du verwendest den nicht so häufig. Nein, weil wir die Flächenbearbeitung ja eigentlich mit der Fräse machen. Die macht im Grunde genommen dasselbe. Es ist zum Auflockern, zum etwas tieferen Auflockern des Bodens, wenn man dann nicht umgraben möchte, auch ganz gut geeignet. Genau, das ist der Punkt, weshalb der auch gerne im Biolandbau verwendet wird. Man zieht ihn durch den Boden und wendet die Bodenschichten nicht damit, um die einzelnen Biozonen so zu belassen, wie sie sind. Dafür hat man den Sauzahn. Der Sauzahn funktioniert allerdings nicht so gut bei sehr harten Böden und steinigen. Probieren wir aus hier. Okay. Also hier standen Tomaten drin. Hier standen Tomaten drin. Es wird immer so ein bisschen locker und ein bisschen fest sein, abwechselnd. Yeah. Jetzt bist du in der festen Ecke. Das war die lockere Ecke, allerdings mit Wurzeln. Okay, hier geht's jetzt wieder. So, wobei du jetzt gerade 10 cm drin bist. Ne? Das ist jetzt anständig, ne? Ja. Oder reicht es noch nicht? Beim Umgraben würde man tiefer kommen. Beim Umgraben kommt man auf 15 bis 20, ja. Aber kommt natürlich auch immer darauf an, was man pflanzen möchte. Ich meine, für einen Salat wird das wahrscheinlich reichen. Und wie der Boden unten drunter verdichtet ist. Also wenn er nur drüber gelaufen wurde, ist es nicht so wild. Wenn da irgendwie eine Maschine drüber gefahren ist, dann ist es schon ein bisschen tiefer verdichtet. Also eher was für relativ lockere Böden. Richtig, ja. Platz 4 ist wärmstens von Marcel empfohlen für die Unkrautbeseitigung. Bei dir, ich habe bei dir im Werkzeugkeller gesehen, da stehen bestimmt 10 Ausführungen davon mit unterschiedlichen Breiten und Winkeln da drin. Die Rübenhacke. Richtig. Warum ist die so wichtig und warum arbeitest du so gerne damit? Ja, so Rübenhacke hat man relativ schnell die Fläche von Unkraut befreit. Man kann also einmal schön zwischen der Reihe arbeiten, aber auch zwischen den Pflanzen. Man muss sich nicht bücken dafür. Sinnvoll ist das Ganze allerdings nur bei trockenem Wetter. Man schneidet im Prinzip mit diesem Messer, was hier ist, kurz unter der Erdoberfläche die Pflanzen ab. Die Wurzel. Das heißt also, man hat nur eine kleine Restwurzel kurz unter der Erdoberfläche, damit das Herz auch mit draußen ist. Mit den paar Restwurzeln kann die Pflanze eigentlich nicht überleben, vertrocknet dann. Kommt auf die Pflanze an. Löwenzahn wird wahrscheinlich wieder rauskommen. Der kommt natürlich aus dem Boden wieder nach, aber das, was ich abgehackt habe, also ein Gras oder ein Spitzwegerich oder so, der ist dann vertrocknet. Wenn ich das Ganze natürlich bei nassem Wetter mache und das hält noch zwei Tage an, das nasse Wetter, dann haben die vielleicht schon wieder neue Wurzelchen gemacht. Ne? Also deshalb ist eigentlich trockenes Wetter relativ wichtig dabei.
Und dann geht es sehr schnell eigentlich. Ich sehe hier, die ist angeschärft im Nachhinein. Die, ja, also wenn man sie kauft, sind sie scharf. Sie schärfen sich auch selber so ein bisschen beim Arbeiten. Aber wenn wir dann neu anfangen, dann wird die mal über den Schleifstein gezogen. Auf dem nächsten Platz die Grabgabel. Marcel, sag mal, wann verwendet man die und wofür? Also gleiche Funktion wie Spaten letztendlich. Man kommt leichter in den Boden rein, man hat nur die Zinken, die reingedrückt werden müssen, nicht das ganze Blatt. Bei festen Böden von Vorteil. Anderer Vorteil ist noch, man zerschneidet nicht ganz so viele Regenwürmer beim Umgraben. Ja, bei sandigen Böden eher nicht so geeignet, weil das rieselt dazwischendurch. Worauf würdest du da achten, wenn du die kaufst und was gibt man für sowas aus? Ich hatte mal eine, also als ich angefangen habe, man kauft den Kram ja erst im Baumarkt, so günstig wie möglich. Denkt man, braucht es nur zweimal im Jahr, aber wenn man nach dem ersten Verwenden dann merkt, dass sich die Zinken dann umbiegen, ist das sicherlich nicht so toll. Genau. Was müsste man investieren? Das ist jetzt eine Weile her, dass ich die gekauft habe, aber ich denke, es waren auch so 50 Euro oder was mehr noch. Also sollte schon dickes Material sein, nicht irgendwelche gestanzten Bleche, so die da, ja. Und die Spitzen, spitzt du die manchmal nach? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Okay, klar, sollte am besten rostfrei sein. Die ist, glaube ich, geschmiedet hier, handgeschmiedet? Das sieht so aus, ja. Und man merkt auch den Unterschied. Ich habe noch eine andere, die ich irgendwo herbekommen habe, mal hat sie eben beide in der Hand, also Gewicht locker 50% mehr. Auf dem nächsten Platz der Spaten. Den gibt es auch in hunderten Ausführungen. Also was gibt es da alles? Ein Koniferenspaten, ein... Ohne Spaten, besonders robust, dick, schmale Blätter, breite Blätter. Ja, ich habe mir das mal in so einem Prospekt von einem Werkzeughersteller. Die hatten 3 Seiten nur voll mit verschiedenen Spaten, wo ich noch nie was von gehört hatte. Der Spaten ist leider ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ja, in Verruf geraten die letzten Jahre. Alle schreien immer danach, nicht wenn eine Bodenbearbeitung, was natürlich seine Berechtigung hat. Aber es gibt einfach Böden und Anwendungsbeispiele, da braucht man den Spaten. Wann verwendest du den? Also ganz klassisch zum Umgraben natürlich. Ja gut, das machen wir ja eigentlich weniger. Aber zum Beispiel haben wir Schwarzwurzeln gepflanzt. Die müssen ja irgendwie ausgebuddelt werden. Und wenn die Wurzel dann 30, 40 cm tief ist, da kann man nicht einfach rausziehen. Da muss man daneben einen parallelen Graben ziehen, um die dann rauszubekommen. Also möglichst heil natürlich. Und natürlich auch Tiefenlockerung, wenn du jetzt Rettich setzt. Dann richtig, richtig. Da gibt es ja dann das sogenannte Holländer, dass man 2 Spaten tief umgräbt. Sinnvollerweise dann beide Schichten getrennt, dass man wirklich den Boden von unten wieder unten reinpackt und den Boden von oben wieder oben drauf, dass nicht ganz so durcheinander kommt. Und Pflege und Nachschleifen? Also ich sehe jetzt bei dir, ist auch ein bisschen Rost dran, noch ein bisschen Schmutz vom Vorjahr. Du machst da eigentlich auch nichts, bevor du die... Man sollte es eigentlich, sollte es. Aber dann hapert es an der Zeit und dann ist vor Weihnachten und dann die Weihnachtsbäume und dann weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und auf einmal ist dann Winterpause und dann steht alles im Keller. Ist einmal trocken und dann ist auch egal. Ne? Wie wäre denn die empfohlene Pflege? Mit der Drahtbürste im Herbst drüber und dann Öl dran? Auf alle Fälle den Dreck runter, jetzt Drahtbürste, Schleifpapier, wie auch immer. Und dann einölen oder einsprühen mit, womit? Mit Öl. Ein weiteres Werkzeug, was gern und häufig verwendet wird, ist der Rechen. Auch den gibt es wieder in hunderten Versionen. Lang, schmal, lang, abgeknickt. Hast du da noch den Überblick? Also wir haben eigentlich nur 2 Versionen. Das ist einmal, wenn wir beim Kunden im Garten arbeiten, beim Rasen dann den Schnitt runterrechen müssen. Das sind halt breite Kunststoffrechen. Oder so Eisenrechen eben, um die Beete zu planieren. Also wenn wir jetzt dann bearbeitet haben und da sind noch große Brocken drauf oder so, dass man ein bisschen nacharbeiten kann. Also nicht nur, damit es ordentlicher aussieht, das Beet, sondern wirklich, dass man noch die Krume etwas feiner kriegt, zum Beispiel feineres Saatgut. Ja, und wenn wir jetzt dann mit unserer Saatmaschine, wir haben so eine kleine Einhand-Saatmaschine, wenn man damit dann da drüber fährt, dann sollte das Saatbett möglichst gleichmäßig sein, damit gleichmäßig tief die Samen in den Boden kommen und nicht mal 1 auf 1 Zentimeter, nächstes auf 5.
Ja, das war erstmal unsere kleine Zusammenstellung an Werkzeugen, die man schon im Garten haben sollte. Wie gesagt, man kann Werkzeuge auch für verschiedene Sachen verwenden. Man kann auch mit so einem Rechen die Äpfel vom Baum holen. Man muss wirklich nicht alles kaufen, was angeboten wird, wenn man so ein bisschen flexibel und erfinderisch ist. Was macht man eigentlich als Gärtner hier in der Gartenoase Köln-West im Winter? Gibt ja nicht viel zu tun, oder? Bereitest du jetzt schon vor? Das ist ein bisschen eingeschränkt, ja. Also der Verkauf geht mit etwas eingeschränkten Zeiten weiter. Du verkaufst jetzt noch? Ja, wir haben Tomaten? Ja noch. Tomaten? Nein. Die ist das jetzt vorbei. Da war also so mehr oder weniger Weihnachtenschluss. Wir haben aber noch jede Menge Kürbisse. Kürbis ist noch eingelagert. Wir haben Zwiebeln, Knoblauch. Wir haben noch Möhren, noch teilweise im Boden stehen, teilweise schon in Torf eingeschlagen. Schwarzwurzel habe ich gesehen. Schwarzwurzeln, Haferwurzeln, rote Beete, gelbe Beete, Ringelbeete. Wir haben Winterportulak. Wir haben Feldsalat. Endiviensalat? Endiviensalat auch, ja. Ihr seht, wer intelligent seinen Garten plant, egal ob jetzt Profi oder Kleingärtner, kann auch im Winter noch ganz, ganz viel ernten. Wir sind hier übrigens gerade an einem ganz besonderen Ort. Das ist eins von Marcells Tomatengewächshäusern. Hier wird nicht im nächsten Jahr, sondern in diesem Jahr eine ganz eigene Serie, ein Experiment stattfinden. Wie heißt das? Das 100-Sorten-Gewächshaus. Das 100-Sorten-Gewächshaus, ja. Wer kann so bekloppt sein, in ein Gewächshaus 100 Sorten reinzupflanzen? Wir. Ist ein Experiment, was heißt Experiment? Es wird klappen, ne? Es sind nur Tomaten, 100 Sorten. Es sind nur Tomaten. Wurde noch nicht erwähnt. Genau, nur Tomaten und ein paar Chilis, aber die zählen wir nicht dazu. Ja, wie viele Pflanzen passen hier ungefähr rein? Um die 300. Um die 300 Pflanzen, also drei Pflanzen ungefähr pro Sorte. Ja, wir verfolgen das dann von Anfang bis Ende, von der Vorzucht, Bodenvorbereitung, Düngung, Bewässerung, wie man die Tomaten pflegt, mit ganz vielen Profi-Tipps. Und ich denke, das wird eine sehr interessante Serie, nicht nur für Tomatenfreunde. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch und es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Ganzen eine positive Bewertung, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal oder empfehlt uns einfach weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und denkt dran, bald geht die Gartensaison wieder los.